Hallo ihr lieben Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es wurde in letzter Zeit bzw. in den letzten Wochen dann doch sehr, sehr ruhig bei mir. Ja, das hatte eigentlich keinen speziellen Grund. Eigentlich bin ich jetzt nur in den Urlaub gefahren und irgendwie hat es sich so ergeben, dass die Wochen davor dann doch sehr, sehr zu gepackt waren und ich doch das ein oder andere zu erledigen habe. Was mich natürlich ein Stück weit ja, davon abgehalten hat, leider zu lesen und ja, natürlich auch dann vom Video drehen, was ich eigentlich sehr schade finde. Aber die Zeit ist quasi vorüber und damit zwar auch mein Urlaub, aber sei es wie es sei. Und ich habe endlich ja, Zeit zum Videodrehen, Video und vor allem auch zum Lesen. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute gerne ein Werk vorstellen, was ich quasi in meinem Urlaub gelesen habe. Und bevor ich euch das Werk, welches ich hier in meiner Hand habe und ihr noch nicht sehen könnt, möchte ich mich bedanken. Und zwar hat mir das Gütersloher Verlagshaus das Werk zur Verfügung gestellt und ich habe meine Zeit im Urlaub genutzt, um dieses zu lesen. Und ich möchte euch natürlich dieses Werk sehr gerne vorstellen, weil es mich dann doch sehr nachdenklich zurückgelassen hat und ja, auch durchaus positiv zurückgelassen. Und zwar geht es um ein Werk, das eine Zeit behandelt, das nun mittlerweile jetzt seinen 50. Geburtstag feiert, wenn man das so sagen darf. Und zwar spreche ich von dem Werk 1968, Drei Generationen, eine Geschichte von Klaus Koch. In diesem Werk wird die Generation 1968 beschrieben, aber auch so die Geschehnisse, ja, die 1968 ja, passiert sind, beziehungsweise welche sich ereignet haben. Ja, Klaus Koch geht dabei auf, wie der Titel eigentlich schon sagt, auf drei Generationen ein. Primär natürlich auf die Generation der 68er. Aber er stellt sich halt die Frage, was hat die 68er zu dem gemacht, was sie sind, beziehungsweise was haben die 68er vielleicht für einen Einfluss gehabt auf die Generationen danach. Und genau das ist auch meiner Meinung nach das, was diesem Buch wirklich das Positive gibt. Und zwar behandelt halt Koch nicht nur starr die 68er, was haben sie gemacht, ja, was für Ereignisse waren da, welche Beweggründe hatten sie und hat das und haben alles drumherum ausgeblendet. Das hat er nicht gemacht. Er hat konsequenterweise alle Sachverhalte, die quasi von außen gewirkt haben und welche sie beeinflusst haben, welche Generationen mit einbezogen. Das heißt, er hat, bevor er überhaupt auf die 68er so ein Stück weit eingegangen ist, die Elterngeneration der 68er beleuchtet und hat dabei sogar für mich auch ja, Teilantworten auf Fragen geliefert, die ich mir persönlich gestellt habe über die Generation, ja, welche quasi das NS-Regime miterlebt haben, die quasi mit drinnen gesteckt haben und ja, auch die Frage zum Teil beantwortet, warum es so viele Mitläufer gab und ja, warum es so einfach eigentlich war, in der Bevölkerung diese Akzeptanz zu bekommen. Ich finde, da hat Klaus Koch wirklich Teilantworten geliefert. Natürlich kann er auch nicht ja, vollständige Antworten liefern, dafür ist einfach die Fragestellung klar oder ja, die Fragestellung zu komplex und dafür gibt es einfach zu vielschichtige Antworten und es wäre, glaube ich, auch einfach zu einfach, nur eine Antwort darauf zu finden. Also er beleuchtet quasi die Elterngeneration der 68er, wo er doch einen Großteil dafür widmet, aber einen größeren Teil. Aber dann doch nicht so einen großen Teil wie den Teil der 68er selbst. Also warum haben die 68er so gehandelt, wie sie gehandelt haben? Welche Beweggründe es waren? Welche Problematik sie sich gestellt haben? Und neben all dem hat er natürlich dann auch die Generation betrachtet, die nach den 68er gekommen sind, beziehungsweise die
die ja, mit den Konsequenzen dieser Generation und diesem Wandel quasi zu tun hatten, aber auch ihre positiven Dinge. Und neben diesem positiven Ding hat er, was ich sehr, sehr positiv fand, ja, auch eine Kritik an die Gesellschaft ja, geäußert, hat ja, gezeigt ein bisschen, was vielleicht bei unserer Generation nicht ganz so gut ist, hat aber da, und das fand ich sehr positiv, nicht nur das Augenmerk auf ja, die schlechten Dinge gelegt, sondern auch auf, wie soll ich sagen, trotzdem ist geschafft, jedenfalls bei mir, also bei mir auf jeden Fall, ja, hervorzuheben, was noch getan werden kann und die Motivation auch dahin zu legen, dass was getan werden muss. Und ich fand es sehr, sehr positiv, wie Koch es geschafft hat, ja, gleichzeitig eine Kritik zu äußern, die durchaus berechtigt ist, meiner Meinung nach, und auch trotzdem noch zu motivieren. Und zwar so gehend motivieren, dass die Kritik zwar im Hinterstübchen noch bleibt, aber dann doch die Motivation dafür sorgt, dass ja, man was tun möchte und tun sollte und sich selbst darüber Gedanken macht, was man tun möchte. Ja, Koch tut dieses ganze Sachbuch meiner Meinung nach dadurch auch ein wenig auflockern, dadurch, dass ja Sachbücher immer etwas sind, wo, glaube ich, nicht jeder dazu greift. Und vielleicht ist auch 1968 auch ein Jahr, was viele vielleicht auch noch nicht so interessiert, weil sie vielleicht ja schon viel darüber gehört haben oder vielleicht auch noch nicht so viel. Oder vielleicht auch in ihrer Familie, ja, und nicht in der Familie, sondern dass das ja einfach noch zu nah dran ist, so wie es mir halt oftmals ja, jetzt erging. Und halt, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war, aber jetzt habe ich ihn wieder. Und zwar spickt der die Kapitel immer mit persönlichen Erfahrungen. Und zwar ist Klaus Koch ebenfalls im Jahr der 68er-Generation quasi, ja, der 68er beteiligt, beziehungsweise gehört ihnen an, und deswegen hat er so ein bisschen jedem Kapitel vorneweg persönliche Erfahrungen mitgegeben. Und das fand ich sehr, sehr positiv für ein Sachbuch, weil ich glaube, dass auch wenn der Schreibstil sehr gelungen ist und auch das ganze Thema durchaus sehr, sehr auflockern kann, ist trotzdem ohne diese persönlichen, ja, Anekdoten, sage ich mal, vielleicht doch ein bisschen zu trocken geworden wäre und der eine oder andere vielleicht ja auch abspringen könnte. Und durch diese persönlichen Anekdoten hat man auch das Gefühl, dass Klaus Koch genau wusste, worüber er schreibt, weil er einfach mittendrin war, was ich sehr, sehr positiv finde. Wie ich schon bereits gesagt habe, mochte ich den Schreibstil sehr gerne, weil ich fand, dass er sehr, sehr locker war, sehr, ja, sehr flüssig zu lesen war, und ich finde das immer ein bisschen als Hürde, wenn der Schreibstil bei einem Sachbuch ja doch zu gekünstelt ist und zu aufgebläht ist. Und ich finde, das ist bei diesem Werk absolut nicht, beziehungsweise bei dem Schreibstil von Klaus Koch absolut nicht der Fall. Und es liest sich sehr flüssig und man greift dann doch sehr gerne dazu. Und ich finde das ist sehr, sehr wichtig für ein Sachbuch, weil man dann jedenfalls meiner Meinung nach sehr oft auch das Interesse verliert, wenn das Buch einen nicht so wirklich fesselt. Der Schreibstil und auch das Wissen und die Art und Weise, wie Klaus Koch dieses Werk ja umsetzt und gestaltet hat, dass ich es dann doch sehr wichtig finde, dass ich zum Beispiel Rechtschreibfehler und vermeiden lassen sollten. Und dieses Buch ist leider auch so, dass hier der ein oder andere Rechtschreibfehler drin ist. Ich selbst finde das jetzt nicht arg so schlimm, wenn mal ein Rechtschreibfehler drin ist, denn ich selbst mache auch Rechtschreibfehler und meine Texte sind auch nicht einwandfrei. Und aber wenn sie sich dann doch recht häufig ja bemerkbar mache und auch ich beim Lesen mitbekomme, den einen oder anderen überlese ich halt auch und das kriegt man dann irgendwie nicht mit, jedenfalls ich, und ich es dann doch regelmäßig mitkomme, finde ich das sehr schade. Was ich außerdem schade finde, ist, wenn man ja, Fakten einfach falsch sind. Also er geht an irgendeiner Stelle im Werk relativ weit hinten
auf den 11. September ein und bei ihm ist das der 9. September, was ich dann doch sehr, sehr schade finde, dass man so einen Fakt, der nun wirklich noch nicht ja, so alt ist, ja, dann falsch ja, wiedergibt. Und ich finde auch, dass der Fehler einem durchaus passieren kann, aber ich finde auch, dass ja, die Korrektur des Werkes, ja, und ich denke, das wird nicht nur einmal gelesen, das dann auch doch erkannt hätte werden müssen. Ja, das ist so mein großer Kritikpunkt, aber ich hoffe, dass er vielleicht in der, ich weiß gar nicht, welche Auflage das ist, dass das vielleicht in der nächsten Auflage ja, korrigiert wird und dass es dann nicht mit der 9. September, sondern der 11. September ist. Ich würde es mir für dieses Werk sehr wünschen, weil ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Fehler vielleicht doch der ein oder andere dann doch das Buch zuklappen wird, weil er sich so sagt, naja, wenn dieser simple Fakt dann schon falsch ist, ob dann nicht auch noch andere Fakten falsch sind. Ja, aber genug drauf rumgeritten auf ja, den Fauxpas, der da quasi passiert ist. Was mir gerade jetzt noch einfällt zu dem Werk ist, ich mag es zum Beispiel auch, wenn Sachbücher auf andere Bücher hinweisen und nicht nur auf andere Sachbücher, sondern schon auf Romane. Und das macht dieses Werk wirklich intensiv. Es gibt literarische Beispiele, wo ja, Gefühlswelten der 68er beschrieben werden. Und ja, ich denke, Gefühlswelten der 68er beschrieben werden oder auch andere, natürlich auch andere Sachbücher und auch Arbeiten von Professoren und Studien und so, das fand ich wirklich sehr gelungen und ich mag es einfach, wenn Bücher auf andere Bücher verweisen. Ja, wer sich mit 1968 nochmal beschäftigen will und ja, das Jahr vielleicht auch näher in sein Gedächtnis nochmal rücken möchte und dem Ganzen ja vielleicht auch nochmal ja, mehr Bedeutung zukommen lassen will, weil ich bin durchaus der Meinung und ich gebe hier Klaus Koch auch absolut recht, dass wenn das Jahr 1968 vielleicht nicht gewesen wäre, dass für die eine oder andere Generation das vielleicht dann doch, die danach gekommen sind, vielleicht ein Stück ja, aufreibender gewesen wäre und wir vielleicht da auch noch nicht gewesen sind, wo wir gewesen wären, wo wir jetzt sind. Ich kann dieses Werk auch aufgrund der Fehler wirklich empfehlen, es zu lesen, sich vor allem auch mit 1968 auseinanderzusetzen. Wer sich natürlich jetzt, also vor allen Dingen als Einstiegsliteratur, denke ich, eignet sich das sehr gut und vor allen Dingen sich dann auch weiter quasi zu den Buchempfehlungen, die hier drin stecken, noch weiter zu hangeln. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weiterzulesen, also die anderen Werke, die hier empfohlen werden. Und ja, also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen zu lesen. Vielleicht hat der eine oder andere es schon gelesen und da würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren, wenn ihr es schon gelesen habt. Und ja, dann, ja, das soll es nun also von meiner Seite gewesen sein. Ich hatte sehr viel Lesevergnügen mit 1968, drei Generationen, eine Geschichte. Möchte mich von dieser Seite nochmal für den Gütersloher Verlagshaus bedanken zur Verfügungstellung dieses Werkes. Und ja, ich wünsche euch dahingehend noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Lesen. Bis dahin, tschüss!